So, Xeo hier zurück mit Kingdom Hearts 2. Im letzten Part, ja, haben wir weiterhin Halloween Town gemacht und der gute Oogie Boogie ist zurück und hat den Weihnachtsmann entführt. Irgendwie, es klingt irgendwie weird, das zu sagen, aber egal. Wir gehen jetzt dahin und wollen den Guten befreien. Ja, wir haben da jetzt einen recht interessanten Bossfight vor uns, weil ihr könnt euch auch schon denken, oh Gott, diese Herzlosen sind unglaublich gefährlich. Die benutzen Windmagie und die stehen gerade richtig, richtig schlecht. Ja, das könnt ihr nämlich machen. Dieser Tornado ist die absolute Hölle und ich komme einfach nicht vorbei. Ich erkläre gleich was zum kommenden Bossfight, weil wie gesagt, der ist nicht so geil. Also der ist schon irgendwie cool, aber knackig auf jeden Fall. So ein bisschen ausgerüstet. Gehen wir rein. Jack Skellington! Oogie! You and I have a score to settle, Jack. Same goes for your little sidekicks. What are you planning to do with Sandy Claus? Who? Sandy Claus? I don't know what you're talking about. And why is this roly-poly red guy here? Time to go, Grandpa! Mr. Santa Claus! Nice view from up here. That's right, away you go. So, und da wären wir im Bossfight gegen Oogie Boogie. Und wie wir es auch schon aus den vergangenen Teilen kennen, ist jeder Kampf gegen Oogie Boogie einfach immer so ein bisschen Gimmick-Fight. Und hier geht es darum, dass wir diese Boxen nach oben schießen und er dann irgendwann runterkommt. Wir müssen sehr auf so Audio-Cues achten. Also, das bedeutet, Oogie Boogie spricht eigentlich immer. Und genau, I squash you flat heißt, jetzt kommt dieser Boxhandschuh. Wir müssen immer aufpassen, weil dieser, zum Beispiel dieser Golfschläger macht wahnsinnig, Golfschläger, sag ich. Weil Zoda hier so eine Art Golfschlag im Prinzip macht, so wie wenn man einen Aufschlag macht. Ja, dieser Boxhandschuh macht ziemlich viel Damage und da hinten sind auch Spikes, die auch sehr, sehr gefährlich sind. So, ihr seht auch, dass Oogie nicht so viel Leben hat. Ihr geht jetzt wieder da rein. Und, ja, genau, das Ganze geht weiter. Jetzt kommen noch mehr Schwierigkeiten in diesem Kampf dazu. Wir sollten uns auf jeden Fall von keinen der Sachen hier treffen lassen, weil es halt echt viel Schaden macht. Jetzt geht's weiter. Man muss insgesamt 12 zu Kisten hochschaffen. Das heißt 2, 3. Jetzt kommt wieder der Handschuh. Und ich gehe voll rein, natürlich. Ah ja, und das ist auch noch problematisch. 5, 6. So, wir holen noch Hühnchen Junior, der wird uns ein bisschen die Gegner vom Leib halten. Weil wir sollten auch möglichst die nicht besiegen. Jetzt gerade in dem Moment wäre es einfach gut, wenn die hier bleiben. So, das ist jetzt der kleine Unterschied zu der ersten Phase. Am Anfang konnten wir alle 12 Kisten auf einmal drauf schaffen. Jetzt, in der zweiten Phase, können wir nur erst 8 und jetzt noch 4 machen. Und dann kommt er runter. Und dann kommt noch eine dritte Phase und da ist es dann 4, 4, 4. Und bei diesen Phasen wechselt er seine Position. Also er geht dann immer irgendwo anders hin.
Und da müssen wir dann diese Vierecke da rangehen und dann sehen wir anhand welches Viereck da blau ist, zu welcher Position wir gehen. So, ein... Oh nein, das ist nicht gut. Ich habe doch gerade noch von diesen gefährlichen Herzlosen draußen geredet. Und die können hier nämlich auch kommen und das ist etwas problematisch, wenn die tatsächlich kommen. Aber deswegen habe ich auch Mädchen Junior da, der wird uns einfach die Gegner ein bisschen vom Leib halten. So. Gehen wir einfach mal zur Seite, genau. Jetzt, die Blitze. Ich glaube, diese Blitze können immer nur links oder rechts sein. Also, die starten immer in der Mitte und gehen dann auf eine der beiden Seiten. So, da kommt wieder der Handschuh. So, das war auch der letzte. Abwarten. Yes. Genau. Und wenn wir dann die 12 draufgepackt haben, dann können wir Ugi dann noch erledigen. Also, Gimmick-Fight, aber tatsächlich nicht so gefährlich. So, ich glaube, das ist der letzte, oder? Ja. Und er wird jetzt wohin gehen? Mitte? Oder, ja, Mitte. Na komm. Man kann sich auch da einfach hinstellen und schön die Dreieckstaste mashen. Oh, oh. Nicht gut. Uiuiui. Jetzt ist gerade echt alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Ja, und das sind auch noch die... Oh, Gott. 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 Das war jetzt mehr oder weniger eine Panikreaktion. So. Ja, komm nur wieder mit deinen Blitzen. Ihr müsst aber auch immer bedenken, ihr habt Iframe, solange ihr die Reaction Commands benutzt. Oh, komm. Das war jetzt schlechtmöglichster Ausgang. Aber jetzt müsst ihr Ugi eigentlich erledigen können. Ja, das war's. Eieiei. Viel mehr Stress, als er eigentlich wert ist, der Gute. Alright, Christmas is safe again. Perfect. I'd better get down to business. Huh? Me talk to Santa. Yup, you ought to stick to Halloween and spooky stuff. Jack. Here, it's done. Wonderful! Why, I love it! Thank you, Sally. Jack, do you really have to do this? But I make a splendid Santa Claus. Listen here, Jack Skellington. You saved me in Christmas as well, and for that I'm very grateful. But please promise you won't cause any more trouble. And about that suit. Don't even think about taking over for me again. I just thought you could use a little help this year, Mr. Claus. You must be exhausted from all the preparations. And I wouldn't mind a second chance to get this Christmas thing right. Yes, being Santa Claus can be tiring. But let me tell you something, Jack. Seeing the happy faces of little children when they discover the presents I've brought them makes it all worthwhile, year after year after year. And you, Jack, you love to make them gasp and see them shiver with fright. What if someone tried to take all of that away from you?
We both have very important jobs to do, Jack. Mine is to take care of Christmas, and yours is to take care of Halloween. So we each have to do the very best we can. After all, you're the face of Halloween, Mr. Jack Skellington. The Pumpkin King, the Knight of Nightmares. And even though you're fascinated with Christmas, Jack, Halloween is your true specialty. Don't you see? Children rely on both of us to do our jobs. Halloween needs your attention, and I know Christmas needs mine. Urgently. You're right. I am the master of terror. And if Halloween has become too routine, all I have to do is think of something new that'll really make them scream. Jack! Oh, Jack! I've been looking for you everywhere. We must go over the plans for next Halloween. I can't do a thing without your approval. So true. Good luck, Jack Skellington. Well, there he goes. Yes, and I've got lots of names to check and preparations to finish. Ooh. Oh, Jack, this is no time for joking. What's this? Perhaps a bit too festive for our Halloween needs. We better get going. Before you do, Sora, I believe there's a friend of yours who, if I recall correctly, was the one who told you there's no such thing as Santa Claus. Oh, yeah. He did say that. Be sure to give him my very best wishes. I will, but do you know where I can find Riku? No, but don't give up. Remember, if you believe in Riku, you will find him, just as you found me. Right. Na, das ist doch mal ein Wort und genau deswegen war ich hier. Das Magnetelement, das letzte Element, das uns noch fehlt, sendet eine Kraft aus, die Gegner anzieht, über das Kommando Magie anwählbar. Diese Magie ist jedoch richtig, richtig wichtig. Die werden wir sehr, sehr gut gebrauchen können im kommenden Kampf. Ja, und jetzt gehen wir mal zurück nach Holobastion. Also, tut mir leid, dass ich das so ein bisschen auseinandergehackt habe, sag ich mal. Aber, naja, ich hatte halt vergessen, dass man das Magnetelement da in Halloween Town bekommt. Gut, ich hoffe, ihr wisst nur alle, was eigentlich los war. Also, der König ist ja aufgetaucht. Wir haben herausgefunden, mit dem DTD-Bereich, den Datenspeicher in Anselms Computer, dass er eben hier den Namen DTD trägt und wahrscheinlich das Passwort. Das ist, womit man auch die Door to Darkness, also die Tür zur Dunkelheit, öffnet. Genau, und jetzt gehen wir zurück in Trons Welt. Und jetzt erwartet uns was mir persönlich überhaupt keinen Spaß macht. Aber mal schauen, ob das wird. Wo kann Tron nur sein? Nicht anfassen, Goofy! Goofy! What have you done? Traitor! Das war ich nicht. Ja.
I didn't touch nothing. Welcome to the Game Grid. Game Grid? That's right. You've been chosen to play a few games. Lose and you will be subject to immediate de-resolution. Win? Well, no one wins. We're not gonna play your games. You have no choice. Well then, get on with it. Ja, genau, der Lichtrenner. Ein Minispiel, das wirklich unglaublich zum Kotzen ist. Also, wir haben drei Fähigkeiten. Wir können angreifen, wir können stoßen und blocken. Das Ganze funktioniert nach so mehr oder weniger, nein, nicht unbedingt ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Aber ja, man kann zum Beispiel Gegner, die blocken, nicht mit einer Attacke treffen. Die kann man nur mit Stoßen angreifen. Gott. Und wir können eben noch um Ecken rumfahren, wenn entsprechend Pfeile eingeblendet werden. Das werdet ihr gleich sehen, aber dieses Minispiel, ich hasse es. Ich hasse es einfach wie die Pest. Ich habe mir da, als ich das erste Mal auf Veteran gespielt habe, ich habe mir nicht viel Gedanken drüber gemacht. Und ich habe gedacht, ja, ich mache halt jetzt hier Lichtrenner und so. Aber dann kam auf einmal dieser, ja, dann kam dieses Minispiel. Und ich hab ja einfach unendlich lang gehangen. So. Das war jetzt nur die erste Phase. Das war, ist jetzt kein Problem gewesen. Aber jetzt kommt der richtige Bullshit. Alright. It looks like we can escape through there. So, unseren Ausgang haben wir. Und denkt nicht, dass wir da jetzt einfach geradeaus drauf zufahren können. Nee. Die Sache hier ist halt, dass die Gegner wahnsinnig viel Schaden machen. Und das macht halt dieses... Ja, seht ihr das? Wir sind fast down. Jetzt nochmal so ein Treffer und das war's. Nee, also, Lichtrenner hier ist unglaublich zum Kotzen. So, und es gibt hier auch einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Den habe ich aber noch nie selber probiert. Das werde ich jetzt vielleicht mal machen. Dafür brauche ich aber Gegner, die grünen Gegner. Also, ihr seht anhand der Farben der Gegner, welche Fähigkeiten sie einsetzen. Die grünen zum Beispiel benutzen Schilde, die blauen greifen normal an, die gelben setzen den Stoß ein. Und dann gibt es noch weiße, die können alles einsetzen. Ist halt dann zufällig, was sie machen. So, und was man machen kann ist... Man kann sich hier um die Ecken boosten, mit dieser, indem man die Schildgegner angreift. Ja, das war's. Scheiße. Da hätte ich aber auch jetzt nicht viel machen können. Das ist halt das Ätzende. Ja, und jetzt muss man halt den kompletten Schlons nochmal machen. Ja, und ich habe hier sehr lang gehangen. Gott sei Dank kann man alles überspringen, nicht in Kingdom Hearts 1 damals. Oh, so viele Cutscenes. So. Also, nächster Versuch. Wow. Und so gehen wir jetzt gleich in die nächste Phase. Wow, wir gehen gar nicht mal in die nächste Phase. Wir sterben einfach direkt. Ach, ich hasse den Lichtrenner. Ich hasse es so sehr. Wir probieren das jetzt noch jetzt einfach weiter, bis die Partzeit voll ist. Vielleicht schaffen wir es. Wenn wir es nicht schaffen, dann kümmern wir uns dann im nächsten Part drum. Oh, ich hasse dieses Minispiel so sehr. Ich hänge da jedes Mal so unendlich lang. Ich habe mir auch schon jetzt den Speedrun ein paar Mal angeschaut, aber ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. So. Weg, du Made! Mann. Sache ist, man hat halt auch echt nicht viel Reaktionszeit. Man muss da einfach wirklich schnell schalten. Bei jedem Gegner einfach. Mit Fernhalten ist halt auch nicht wirklich was. Da kommen auch die nächsten. Ah, da hätte ich mich jetzt einfach um die Ecke boosten können, aber naja. Aber eigentlich, witzig, es ist eigentlich gar nicht so schwer, diesen Trick anzuwenden. Man muss halt in der Fall nur nicht verkacken und die Gegner versehentlich killen. Halt nur die Gegner killen, die man killen muss. So, jetzt wird's gefährlich, weil wir sind in einem One-Shot-Bereich. Und genau, jetzt hat's nicht geklappt. Verdammt, das war ein bisschen zu früh. Da muss halt auch echtes Timing einfach stimmen.
Ist auch immer schön ausnutzen, dass die schön gegen die Wände fahren. Und das ist jetzt auch richtig gruselig, weil es hier halt so unglaublich eng ist. Wenn jetzt alles gut läuft, dann kommen wir jetzt durch. Jetzt muss man nur bei den Gegnern hier aufpassen. Die schießen jetzt auf uns, also. So. Wow. Ich hasse den Lichtrenner hier. Understand. Why are you here? We came to give you the password. Why didn't you just transmit the data? Transmit? Hey, are you okay? I'll be all right once we access the DTD. Okay. Tron ist wieder in der Truppe, den lassen wir auch drin. Ach ja, wir haben das Magnetelement. Werde ich euch bei Gelegenheit auch recht bald zeigen. Was ist ein Sturmsatz? Beweg dich beim Blocken blitzschnell vorwärts, um dich einem entfernten Ziel zu nähern und dessen Abwehr zu durchbrechen. Klingt nicht schlecht, nehmen wir einfach mal. Ich glaube, das ist jetzt auch keine problematische Fähigkeit, die irgendwie alles ruinieren könnte. Oh, Goofy hat so viele Abilities. Auch wir brauchen mal. Ich mach mal Teamwork rein. Die Trompe brauchen wir auf jeden Fall. Turbo können wir mal weglassen. Und die geben. Ich meine Dickschädel. Dickschädel ist tatsächlich, denke ich mal, die bessere Variante. Im Normalfall. Weil das sorgt dafür, dass man nicht totgekommen werden kann. Aber also wenn ein Gegner noch genug Schaden macht, um ihn mit einem Schlag zu killen, ja, dann gehen wir drauf. So, das machen wir jetzt noch schnell. Schnell das Zeug abgeben. Da kann man nichts herstellen. Da geht auch nichts. Geht hier noch irgendwas? Nein. Wunderbar. Dann würde ich jetzt mal sagen, das war's mit Kingdom Hearts 2 für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und im nächsten Part, ja, dann schauen wir mal, ob wir Zugriff zum DTD-Bereich bekommen. Also, bis dahin. Ciao.